wenig Grund heute, oder, zum unzufrieden zu sein. Oder? Ja, es ist einfach sehr erfreulich, wie die Mannschaft die Trainingsinhalte umsetzt, wie sie mitziehen. Und ich habe es jetzt eh schon öfter gesagt, dass wir sehr schwierige Arbeitsbedingungen haben, dass wir auch von der Trainingsbelastung schon aufpassen müssen, weil der Kunstrasen halt einer der ersten Generation ist, wo halt dann viele Wehwehchen, Adduktoren, Schmerzen, Schienbein, Beinhautentzündungen und das ist wirklich der Vorteil, dass ich so eine junge, hungrige Truppe habe, die da einfach mitziehen. Und das macht Spaß, das ist erfreulich. Und wenn sie dann so umsetzen wie in den letzten Testspielen auch, sind wir am richtigen Weg, aber es ist Vorbereitung. Das muss man halt immer bedenken, aber im Grunde bin ich sehr zufrieden, gerade was Pressing auch betrifft, was sicher großer Inhalt jetzt in der Vorbereitung war. Und wenn man das auch heute gesehen hat, wie viele Ballgewinne wir früh gehabt haben, ist das gut, erfreulich und hoffe, dass wir das so weiter beibehalten und dann auch in der Meisterschaft halt vor allem umsetzen können. Klimaorganisation ist schon sehr hervorragend, also immer besser. Ne? Ja, die Mannschaft ist jetzt doch ein halbes Jahr zusammen. Wir haben ein paar kleinere Schräubchen jetzt nur mehr drehen müssen und das merkt man. Ist auch das, was ich immer von Anfang an sage, also, dass die Mannschaft einfach zusammenwachsen muss, dass man sie einstellen muss, auch auf den Trainer, auf die Denkweise, die ich habe. Und man muss jetzt Dinge wirklich oft auch wiederholen und das habe ich jetzt den Eindruck, dass das wirklich auch bei allen Spielern ankommt, dass das gefestigt wird und das sieht man halt am Platz. Und sie sind auch sehr gut in der Selbstorganisation dann am Platz. Also das ist auch besser geworden aus meiner Sicht, dass sie da einfach vom Coaching her klarer sind, deutlicher sind. Und ja, ist die Aufgabe eines Trainers, da Entwicklung mit einer Mannschaft zu gehen. Bei Rasen habt ihr noch nichts gespielt, oder? Nein. Kein einziges Mal und so.